Sternsingen! They're singing for a better world, here and there and everywhere. Sternsingen! Wir zeigen, was so manche nicht sehen. Wir rufen aus, es muss was geschehen. Was uns hier nicht gefällt, und darum sammeln wir euer Geld. Wir wollen Gerechtigkeit für alle Menschen dieser Welt. Sternsingen! Ich bin der Max. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und ich singe auch sehr oft und Geige spiele ich auch. Ich bin die Andrea. Meine Hobbys sind Sport machen und mit meinen Freunden Spaß haben. Auf meiner Gitarre spiele ich am liebsten Popstücke. Ich heiße Verena. In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Volleyball. Mit meinen Freunden unternehme ich auch gerne Sachen, wie zum Beispiel schwimmen, einkaufen oder in den Park gehen. Ich heiße Sebastian. Ich bin 11 Jahre alt. Eins von meinen Hobbys ist Fußball. Wir vier gehen in die Pfarre Maria Treu in Wien, ministrieren und Sternsingen. Hallo, ich heiße Anna Maria. Und in meiner Freizeit, wir haben oft miteinander von Bruder streiten oder du Musik kochen oder Nintendo DS spielen, faulenzen, Fernsehen. Also ich bin die Lea und ich bin 11 Jahre alt. Ich gehe gern mit meinen Freundinnen shoppen und einkaufen. Im Sommer auch schwimmen und wenn ich allein bin, gehe ich halt im Garten Einradl fahren oder Volleyball spielen. Ich heiße Anna. In freier Zeit gehe ich shoppen und mit Freundinnen treffen. Also ich bin Julia Radke, bin 11 Jahre alt. Ich habe eine nervige Schwester und in der Freizeit tue ich oft gern Freunde treffen, DS spielen oder mit Freunden shoppen gern. Also bei uns in Insingen waren über 30 Kinder Sternsingen und wir gehen nur am 6. Jänner, weil wir sind Kreuzstadt, wir sind leider doof. Als Sternsinger ziehen wir 5 Tage in der Stadt herum und begegnen vielen Menschen. Manchmal müssen wir sogar sehr früh aus dem Haus. Auf dem Bild hier ist es 6 Uhr morgens. Aber es zahlt sich aus. Wir werden freudig erwartet und bekommen zum Dank ein tolles Frühstück. Bevor wir von Haus zu Haus ziehen, den Segen an die Türen schreiben und alles Gute im neuen Jahr wünschen, proben wir die Lieder und die Texte und wir suchen uns das passende Gewand aus. Beim Sternsingen helfen wir anderen Menschen, indem wir Geld sammeln. In ganz Österreich sammeln die Sternsingergruppen rund 15 Millionen Euro. Zum Beispiel für Kinder auf den Philippinen, damit sie vor gewalttätigen Erwachsenen besser geschützt sind. Mit dem Geld werden Organisationen unterstützt, die klein und groß auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und den Kindern helfen. Oder für die Menschen in der Provinz Asi in Äthiopien. Mit besserem Saatgut müssen sie auch während der langen Trockenzeit nicht mehr Hunger leiden. Die Kinder können jetzt zur Schule gehen. Wenn sie lernen, können sie später auch mehr für ihre Familien und ihr Dorf tun. Menschen werden verspottet und nicht ernst genommen. Und das nur, weil sie anders leben. Ihnen wird mit diesem Geld geholfen, ihre Rechte durchzusetzen. Zum Beispiel in Aymaras in den Anden Perus. Sie wollen weiterhin mit der Wolle ihre Alpaka stricken. Aber durch den Abbau von Gold sind Wasser und Futter in Gefahr und die Tiere verlieren ihr Fell. Weitere über 400 Projekte in 20 Ländern werden jedes Jahr mit dem Geld der Sternsinger und Sternsingerinnen unterstützt. Also ich war bei uns im schönen Insingen, das ist in Tirol. Der Balthasar ist geschminkt. Ich gehe schon als alte Jungscher gehe ich immer Sternsingen, weil es cool ist und hat man Spaß und es ist ja für einen guten Zweck. Ich richte gerne einen Weihrauch her. Diesen Geruch mag ich nämlich besonders gerne. Ich finde es aufregend, wenn wir prominente Persönlichkeiten besuchen. Es ist cool, vor Leuten Liedeln singen oder Gedichte aufsagen. Die Besuchten freuen sich, dass du kommst und du hilfst Menschen in ärmeren Ländern. Sternsingen ist voll cool und wir können es sehr weiterempfehlen. Vielen Dank! Komm, probier's